Also geschossen wird mit einer handelsüblichen Milchkandel, wie wir sie kennen. Die Milchkandel hat da hinten ein Loch drin. Warum? Zu dem komme ich nachher später. Geschossen wird so, die Milchkandel wird einmal hergenommen und wird umgangssprachlich mit dem Heu gestopft. Das schaut im Endeffekt so aus. Dürfen wir drehen. Dann haben wir da einen eigenen Stand, das nennt sich Karbid. Wenn der Karbidstein mit Wasser in Berührung kommt, ist eine chemische Reaktion und nachher entsteht Acetylen. Das ist ein brennbares Gas, ein entzündliches Gas. Das kommt vor die Kandel hin, wird im Endeffekt geladen, also ist fertig geladen, kommt Wasser auf, die Kandel wird aufgestellt. Das Gasgemisch steigt noch auf und das Heu, was drinnen ist, verhindert nachher beim Umlegen, dass das Gas auf einmal wieder rauskommt. Nachher wird die Kandel einfach umgelegt, so wie ich es gerade gezeigt habe, und hinten mit einer Fackel gezunden. Ja, zum Brauch. Der Brauch ist in dem Sinn der, dass wir mit dem Schießen bezwecken, quasi den Winter verabschieden. Also quasi sagen, jetzt schießen wir den Winter quasi weg und das schlechte Wetter. So ist eigentlich der Brauch. Wir machen das eigentlich jetzt schon, seitdem ich auf der Welt bin, weil angefangen haben sie ja quasi bei meinem Elternhaus oben und deshalb bin ich ja so dahinter, dass das da weitergeführt wird. Und ich finde, das ist ein schöner Brauch und solange ich kann, werde ich es auch weiterführen.